Hallo, ich bin die Melanie und das hier neben mir ist die. Josi. Wir beide, wir sind von der Ortsjugendleitung Köln. Köln. Und wir wollen euch heute unser neues Videoprojekt vorstellen. Wo wir alle Aktionen mit der Videokamera begleiten. Und unser erster Beitrag ist vom Willi, der war in Düsseldorf auf der Funktionärskonferenz und hat dort den Jörg Schlömer getroffen. Mats ab! Ja, hallo, ich bin heute auf der Funktionärskonferenz von der Transe und von der GdBA. Da habe ich den Dirk Schlömann heute getroffen und erzähl mal, was du machst. Ja gut, mein Name ist Dirk Schlömer. Ich bin Bereichsleiter beim Vorstandsbereich Rainer Bieg. Bin somit zuständig für die Bereiche Personenverkehr insbesondere und auch mit zuständig für die Betreuung der Region West, also Nordrhein-Westfalen, insbesondere natürlich auch Köln, wo ich selber auch herkomme. Gut, und was ist heute auf der Konferenz heute passiert? Wer war zu Gast und was wurde da besprochen? Ja, eingeladen hatten die beiden Transnet-Bezirke Köln und Essen und die GdBA für den Bereich Nordrhein-Westfalen zu einer Konferenz gemeinsam mit dem amtierenden Verkehrsminister Lutz Lienkämper, um mit ihm über die Verkehrspolitik in Nordrhein-Westfalen zu sprechen, insbesondere natürlich die Bereiche Regionalverkehr, Fernverkehr und den Güterverkehr. Gut, warst du mit den Antworten von dem Verkehrsminister zufrieden oder eher nicht? Also zufrieden konnte ich mit den Aussagen des Verkehrsministers eigentlich überhaupt nicht sein. Wir hatten angesprochen, dass ein Tariftreuegesetz von Nordrhein-Westfalen, was von der CDU als ja fast eines der ersten Amtshandlungen gemacht worden ist, was abgeschafft worden ist, dass sie nach wie vor daran festhalten, sie wollen kein Tariftreuegesetz. Das steht ganz klar im Gegensatz zu unseren Forderungen, weil wir kein Lohndumping mit öffentlichen Haushaltsmitteln wollen. Ein weiterer Punkt ist, dass ein klares Bekenntnis vom Verkehrsminister zu dem Thema Gigalinern gemacht worden ist. Auch das können wir nicht befürworten. Und ein dritter Punkt, der ebenfalls von uns abgelehnt wird, das ist eine Ausweitung des Busfernverkehrnetzes, wo Lienkämper ganz klar sagte, dass er diesen Wettbewerb Straße-Schiene eigentlich mit befürwortet. Ein weiterer Punkt, der ebenfalls nicht zufriedenstellend war, war die Aussage, dass alle Verkehrssysteme gleich behandelt werden in Nordrhein-Westfalen. Das stimmt schon mal nicht, weil die Schiene nach wie vor benachteiligt ist. Und wenn er sagt, es gibt hier keine Bevorzugung der Schiene, dann bedeutet das in unseren Augen eine klare Benachteiligung der Schiene und ein weiterer Vorteil eben für die Straße. Und auch das können wir eigentlich nicht haben wollen. Ja, das war's von mir jetzt erstmal und bis später. Die Kamera noch mal aus hier. Unser nächster Beitrag ist von der Melanie, die hat den Willi, den Ortsjugendleiter Köln, interviewt und let's go. Hallo, ich bin hier bei der Ortsverwaltung in Köln, wo heute die Sitzung der Ortsjugendleitung stattfindet. Der Willi, der Ortsjugendleiter, ist schon dabei, die Sitzung vorzubereiten. Und wir können ja einfach mal reingehen und schauen, was der Willi macht. Hi Willi. Willi, was machst du denn gerade hier? Ja, ich habe gerade die Sitzung vorbereitet für die Ortsjugendleitung. Habe da Handouts ausgeteilt, die beinhalten jetzt die Tagesordnungspunkte und weitere Themen, die wir heute besprechen. Und da wir ja Weihnachten haben, habe ich heute noch ein paar Transnet-Präsente mitgebracht, wie den tollen Schal hier, den heute alle kriegen. Und was sind die Themen für die heutige Sitzung? Ja, die Themen sind heute Berichte aus den Gremien, wo beispielsweise Josie heute was erzählen wird zum Diskussionspapier von der ÖRTL Hamburg. Und ich werde heute noch das Soli-Schreiben erklären, was ich für die Studenten für den Bildungsstreik geschrieben habe. Des Weiteren haben wir heute prominente Gäste hier. Carsten Ganser, ein Bundesjugendsekretär, der uns was zum Zusammenschluss der GdBA und Transnet erzählen wird. Stefan Otten ist auch hier. Der wird was zum Bildungsstreik erklären oder erzählen. Und des Weiteren Andreas Lung. Er wird heute einen Bericht über die DVK machen. Und ja, das sind heute die Themen, die wir heute besprechen oder beschließen werden.
Wird eine interessante Sitzung. Ja, dann danke ich dir erstmal, Willi, für die interessanten Informationen. Das war's erstmal von mir und ich gebe zurück ans Studio. Hier kommt noch ein Beitrag vom Willi, wo er den Stefan Otten interviewt. Ja, ich habe heute den Stefan Otten in der OV Köln heute getroffen bei der Transnet und der Stefan erzählt uns jetzt erstmal was über sich selber und leg los. Ja, Tag Willi. Wie du schon gesagt hast, Stefan Otten ist mein Name. Arbeite heute beim Deutschen Gewerkschaftsbund Region Köln-Bonn und bevor ich das gemacht habe, habe ich bei der Transnet ehrenamtlich als Gewerkschaftler mich engagiert und war innerhalb des Apparates Deutsche Bahn AG als Lokomotivführer am Arbeiten. Ja, warst du auch oder gar nicht? Jugend- und Auszubildendenvertretung habe ich auch gemacht, ich glaube 8 oder 9 Jahre innerhalb des DB-Konzerns, ja. Stefan, hast du denn noch Informationen für uns zum DGB, was gerade aktuell ist oder was generelles zum DGB? Hast du da was dazu was zu sagen? Gibt natürlich eine Riesenthemenpalette, aber vielleicht eine Neuigkeit und zwar der DGB strukturiert sich zurzeit neu. Das heißt, dass auch hier für euch, für uns im Umkreis von Köln hat sich das geändert, da nämlich die DGB-Region hat sich erweitert um den Regionsteil Bonn. Das heißt, wir haben jetzt eine große Fläche zu bedienen, die sich von Radevormwald, Gummersbach, Siegburg, Bonn bis über halt die Altregion Köln-Leverkusen-Erftberg jetzt erstreckt. Das heißt, da kommen neue Aufgaben und natürlich auch kleine Probleme auf uns zu. Das ist ein großes Themenfeld. Noch ein großes Thema, was uns natürlich auch jugendpolitisch gerade beschäftigt, ist das Thema Bildungsstreik. Wir haben im Sommer 2009 mit diesem Thema einen riesengroßen Erfolg gehabt, nämlich mit großen und zahlreichen Demonstrationen. Daran angeschlossen hat sich dann im Winter 2009 eine Besetzungswelle, wenn man es so nennen darf, in über 80 Universitäten hier in Deutschland. Die wurden besetzt und in dieser Besetzungszeit wurde natürlich auch die Diskussion über sämtliche Probleme und Themen, die halt auch Jugend betrifft. Also zum einen natürlich das Thema Studiengebühren, das andere natürlich Mitbestimmungsrechte von Schülerinnen und Schülern in der Schule, sowie aber auch natürlich das Thema Mangeln an Ausbildungsplätzen oder auch die Übernahme von Auszubildenden nach der beruflichen Erstausbildung. Das sind so die Themenpakete, die in dem Bildungsstreik drin stecken, wo wir uns sehr stark auch als DGB-Jugend engagieren. Und mit Blick auf 2010, also sprich am 9. Mai 2010, ist hier in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahl, wo natürlich gerade länderpolitisch auch gesehen das Thema Bildung nochmal stark hinterfragt werden kann. Und somit werden wir im April nochmal einen großen Aufschlag haben zum Thema Bildung mit dem Bildungsstreikbündnis. Stefan, ich danke dir für die Informationen. Wir werden dich demnächst öfters fragen zu solchen Themen. Ich hoffe, du hast da nichts gegen. Und das war es jetzt erstmal von mir und ich sage mal bis später. Jetzt kommt unser letzter Beitrag, wo wir uns als OJL vorstellen und das ist der Beitrag dazu. Das ist die Melanie. Melanie ist 20 Jahre alt und ist Friseurin in der OJL. Sie arbeitet bei DB Fernverkehr. Das ist die Josie. Josie ist 22 Jahre alt und arbeitet bei Station und Service. Die stellvertretende Ortsjugendleiterin. Das wiederum ist der Willi. Willi, Ortsjugendleiter. 22 Jahre alt und arbeitet bei DB Lebensart. Okay, das war jetzt der letzte Beitrag. Das war's jetzt mit unserer Show und dann sagen wir mal alle Tschö!